Sodele. Und damit ein herzliches Willkommen hier bei mir. Ich bin euer Devil Sato. Wieder am Start mit dem Kundi-Tagebuch. SFDN, moin, schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Genau, wir haben nicht großartig weitergemacht. Wir haben halt nur ein bisschen Festung. Die Festung ausgebaut. Paar Angriffe gestartet, so, ja. Damit wir halt jetzt noch ein bisschen nachziehen können. Unsere Holzfällerhütte läuft. Wir machen jetzt auch ein bisschen weiter, ganz gechillt. Ja, ich kann euch einen Tipp geben, wenn ihr das jetzt habt, zum Beispiel. Hast schon gewartet? Oh, das freut mich. Ja, ich habe ja halt immer noch meinen Vorbereitungsscreen. Das gibt mir halt Zeit. Also es wird jeden Tag hier 16 Uhr kommen. Kann auch mal abweichen, je nachdem wie ich dann halt Dienst habe. Weil nebenbei arbeite ich ja auch noch. Und ja. Wenn ihr das habt, rot, könnt jetzt keinen Gegner wechseln. Ja, so wie ich jetzt. Kostet 2551 Gold. Dann gehe ich einfach in die Post rein. Schau nach, den Kampf zeige ich euch auch. Der Terra, der Paul, der hat mich gestern Abend angegriffen. So random, dann gehe ich einfach hier drauf. Gucke, Gegenangriff, der ist grün, machbar. Gehe ich drauf, zack. Ja. Dann gehe ich wieder auf Angreifen, eben was rot, zack. Und es ist ein neuer Gegner da. Das müsst ihr euch merken. Ja. So könnt ihr dann effektiv farmen. So, der ist jetzt wieder rot. Ich kann nicht wechseln, also gehe ich wieder auf meine Post. Gehe hier auf Gegen. Okay, der ist rot. Gehe wieder hier unten auf Gegenangriff. Also auch rot. Vorführungszweck. So, zack. Jetzt angreifen. Fertig, seine Ressourcen sind meine. Nebenbei immer schön Soldaten ausbauen. Und so könnt ihr dann später effektiv euer Holz und Steine farmen. Ja, wir brauchen 57.375 Holz. Wir haben einen Stärkestein rausgezogen. Können wir nicht hier brauchen. Also, zack, verkaufen. Den lassen wir noch. Heute werden wir übrigens auch eine kleine Abstimmung machen in dem Chat, ob wir die Mordmaschine heute packen oder nicht. Ja, der liebe Torrens, also Captain Krulig, wird die Abstimmung dann starten. Genau. Also da ist nichts Interessantes dabei. Wir gehen jetzt erstmal in die Arena rein. Kundi gegen Kundi. Ich glaube, den Kampf könnte knapp werden, wenn wir treffen würden. Das X muss raus. Welches X muss raus? Ist nicht mehr 100. Ach so, ja. Chill mal. Nee, den Kampf verlieren wir. Ja, mehr ausgewichen. Welchen Platz haben wir denn? 145. Auch verloren. Ja, okay, dann machen wir das X mal wieder raus. Kein Problem. So. Hoffentlich kriegen wir heute die zwei Spiegelteile, die letzten. Dann haben wir es nämlich viel angenehmer. Abstimmung mache ich etwas später, wenn mehr da sind. Alles klar, super. Ja, in der Zwischenzeit, während wir hier warten, kann ich euch einmal den Kampf gegen Paul Terra zeigen. Er hat mich angegriffen, wie ihr seht. Ich habe mich nur verteidigt.
Ich fand, der Kampf war eigentlich recht spannend. Also er hat auf jeden Fall, hat er gut Schaden gemacht. Und was habt ihr so jetzt mittlerweile erreicht? Und wie war euer Tag bis jetzt? Das war der Füßpin. Ja, weiß ich nicht, warum er das gemacht hat. Das hat er random. Hat wahrscheinlich nicht richtig aufgepasst oder so. Steine sind immer hier. Pilze sind noch besser. Alter, läuft, Leute, läuft. Gold ist auch gut. Erfahrung ist auch gut. Wie gesagt, hoffentlich kriegen wir die letzten beiden Teile heute vom Spiegel. Das wäre halt mega, ne? Moin, Scope! Schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Freut mich. Was hat sich denn so getan? Abruzzi ist immer noch auf 1. Azuria Universe immer noch auf 3. Mit Level 240. Azuria 242. Mr. Phantos hält. Unser Phantos hält sich. Moin, Shapir. Grüß dich. Und Philipp. Schön, dass auch wieder du dabei bist. Ja, du musst mein SA pushen. Wollen wir da gleich mal nachgucken, ob du heute mal wieder was Schönes für mich hast? Gucken wir mal. Wo haben wir dich denn? Dum, dum, dum. Wo bist du? Wo bist denn du? Warst du da nicht mal? Wo bist du? Ich sehe dich gerade gar nicht. Ach, da bist du ja. Nee, heute hast du nichts für mich dabei. Kommt vielleicht noch. Captain Krulich, wann kommt Facecam? Oha. Facecam weiß ich noch nicht. Gucken, das können wir ja mal irgendwann als Special machen. Wenn wir genug Follower zusammen haben. Was Facecam angeht, ja, bin ich so. Jetzt nicht so. So hübsch bin ich auch nicht. Mies, aber dafür 12 Level gemacht. Ich wollte unbedingt zu den Pets. Ja, kann ich verstehen. Scope, kann ich verstehen. Unser Tagesaufgabe, dreimal Gegenstände beim Schmied zerlegen. Okay, können wir gleich hiermit anfangen. Zack. Shapir ist wieder Feuer und Flamme. Dun, 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 dun. Wie gesagt, müssen wir einfach mal schauen, ob wir heute den Dings legen können. Die Mordmaschine. Aber wir haben ja noch Zeit.
Heute wäre der Spiegel auf jeden Fall nett. Kennst du Overcooked 2? Übelst geil. Ja, Overcooked 2 besitze ich tatsächlich sogar auch. Auf dem PC. Ich meine, das können wir ja mal gemeinsam als Community einfach mal streamen und ein bisschen... ich hab's mir einfach nur gedownloadet, ich hab noch nicht wirklich gespielt. Meine Frau ist da so mehr der Suchti von dem Game. Aber wir können das ja gerne mal als Community-Spiel machen. Dass ich dann einfach mal sage, komm, okay, ey, Leute, habt da Bock? Dann streamen wir das Ganze nebenbei und zocken ein bisschen Overcooked dabei. Das würde ich halt sagen, wäre doch mal cool. Oder was sagt ihr dazu? Dungeons, wie gesagt, fehlt uns halt noch die Mordmaschine. Und dann kriegen wir unsere Begleiter frei. Wie gesagt, mal schauen, was wir heute so schaffen. Erstmal nochmal wieder ein bisschen Ausdauerskillen. Crit auch hinterher. Grüß dich, Mirko. Schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Ich würde meinen Cousin übel sucht. Ich muss aber vieles immer machen. Ah, okay. Ja, das ist doof, wenn man immer alles alleine machen kann. Steam. Oh, was ist Steam überhaupt für ein Spiel? Steam ist eine Spieleplattform. Da kannst du Spiele drüber kaufen, Mirko. Und jetzt war Overcooked, war jetzt auch letztens komplett kosten, Overcooked 2. So, Vorhersage habt ihr begonnen. Ihr könnt es jetzt, jetzt könnt ihr abstimmen, ob ich die Mordmaschine heute schaffe oder nicht. Alles klar. Also derzeit ja. Weil die Pilze, ich kann derzeit leider nicht aufladen. Das lässt mein Mordponet nicht zu. Und da bin ich auch ehrlich. Ja. Serverstart hat genug gekostet. Auf jeden Fall. Und jetzt so ein bisschen Free-to-Play spielen. Ist ja aber nicht schlimm, also ich spiele ja nicht um, klar, einerseits damit ich vorankomme. Aber andererseits geht es mir halt um den Spaß. Und dass ich halt mich auch mit euch, während ich Shanks and Fidget mache, mich mit euch zu unterhalten, zu diskutieren, so wie gestern. Einfach eine schöne Unterhaltung, nebenbei einfach im Hintergrund ein bisschen Shanks and Fidget. Und so wird das, der Content dann auch nicht langweilig. So, ja. Weil wenn wir zu schnell vorankommen, haben wir irgendwann eine Bremse drin, sage ich mal. Und das ist dann auch doof. Ja. So sehe ich das.
So, dann gucken wir gleich nochmal wieder in die Festung, während wir eine Quest anschmeißen. Ein Soldat haben wir wieder. Dann machen wir wieder so schön hier, ne? Immer schön noch einen wieder nachbilden. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht, Mirko. Wie gesagt, ich wollte euch halt auch ein bisschen zeigen. Normalerweise spiele ich Free-to-Play auf anderen Accounts. Aber ich habe gesagt so, ja, okay, komm, für das Tagebuch. Um auch mal ein bisschen was zu zeigen. Dafür kann man dann jetzt etwas später halt etwas mehr Ruhe einkehren lassen, sage ich mal. Also da ist das dann halt schon ganz cool. Und erstmal müssen auch ein paar Dollaris wieder rankommen. Genau, B50 ballern wir. Ich jetzt nicht so extrem. Sage ich jetzt mal, wenn jetzt zum Beispiel meine Community sagt, okay, komm, ey, wir wollen mehr sehen und so, dass du Dungeons ballerst und jetzt einer zum Beispiel spendet oder so, dann würde ich das natürlich für die Pilze rein investieren, ne? Weil alle spenden müsst ihr nicht, das ist freiwillig. Wenn ihr mich unterstützen wollt, geht das natürlich alles für die Streams rein, ja. Ja, mache ich dann. Alles klar, ruhig. Weiß ich Bescheid. Da würde ich sagen, in 2 Minuten. Was denn, Esther? Was los? Ja, wie gesagt, Mordmaschine. Dafür muss ich halt noch ein bisschen sparen. Ich weiß nicht, ich hoffe. Ja, als Kundi ist die Mordmaschine natürlich echt Hölle, ne? Egal, wir haben 2 Stunden Zeit, also. Ja, du bist natürlich aber auch. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir auf jeden Fall. Oh ja. Oh. Oh. Die Barriere wäre kein Thema, aber. Magier. Für die Leute, die RH auf 7 haben, wird das auch ganz schön eng mit dem Ziel zum Sonntag, denke ich. Aber mal sehen, was passiert. Genau. Okay, cool, ich mein easy. Oh ja, knapp, aber ja. Ich verstehe das eh nicht, dass die Leute ausbauen so, weißt du?
Okay, und damit beenden wir die Vorhersage. Belohnung und Herausforderung von Devilsator. Hä? Ach so. Oh, das sind schon ordentlich Punkte. Ich glaube, das geht alleine los, ne? Mit der Vorhersage. Ich habe das noch nicht gemacht, so. Wenn sich damit einer auskennt. Okay, die meisten von euch meinen, ich schaffe es. Dann wollen wir mal sehen, ne? Erst machen wir hier, das ist ja kostenlos. Okay, dann warten wir, bis die Zeit weg ist. Prozent bis jetzt meint ja. Okay. Dann warten wir noch. Wir können noch eine Quest machen. Vorhersage ist auf 10 Minuten auf Ergebnis warten. Okay. Dann wollen wir mal schauen, ne? Ob die heute wirklich fällt. Das Problem ist bei der Mordmaschine. Genau, da hat Scope recht. Das Problem bei der Mordmaschine ist einfach, es ist ein Intelligenzgegner. Ja. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen skillen. Weil für Kundi sind Magier echt so Horror, ja. Ja, leider kein Spiegel, noch nicht. Ich meine, wir sind eigentlich recht
relativ gut dabei, aber auf Platz 128 hochgerutscht. Schützenlevel, okay. Ja, aber in einer Festung ist ganz wichtig, wenn du Ressourcen farmen willst, spielt man eigentlich die Teilschutztaktik. Ja, das heißt, man baut hier keine Verteidigung, dies baut man auch nicht aus. Erstmal, man kann die Gebäude hier zwar schon bauen, aber die lässt man weg. Und macht halt nur seine Krieger, ja, und bildet die anderen aber nicht aus. Und so kann man dann halt effektiv farmen. Genau. Jetzt kann doch mal wieder ein schöner Spiegel kommen, oder? Das wäre doch schön. Die Schmiede ist wichtig, dadurch machst du deine Seitenstecker, die ich für einen Angriff brauche. Ja klar ist die Schmiede wichtig, so an sich. Aber um Teilschutz zu spielen, macht man dann halt nur die Dinger, ne? Come on. Einfach einen Spiegel, das wäre schön. Ja, damit können wir dann die Quest beenden. Gewinn abholen, super. Spiegel hatte ich mit Level 60 bis 70 schon. Das kommt davon, wenn man seinen Account pushen tut. Ja, du, das ist alles gut, ne? Irgendwann hat man den Spiegel immer komplett. Da nehme ich jetzt das Gold. Imperator Mirko, du kannst besser einmal 5 Minuten warten und die nächsten abfarmen, anstatt die Hälfte deiner Soldaten in irgendeine Festung zu crashen, der baut. Ja, gut, da gebe ich Scope recht, ja.
Aber keine Ahnung, wie ich das mit der Vorhersage jetzt mache. Ihr habt zwar alle vorhergesagt, aber... Antworten an... Band den mal jemand? Wanna become famous... Ach ja. Mhm. So, der ist gesperrt. Der erste hätte gleich ein Crit sein müssen. Es ist knapp, Leute, es ist knapp. Okay, probieren wir mal was anderes gerade kurz aus. Ich hatte meine PvP-Waffe drin. Ne? Manchmal bringen das dich an Angriffe zu viel, Max, so viel, dass ich nicht wieder los will. Ja, manchmal kann man da Glück haben, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir müssten nur gut kritten, dann wäre da kein Thema. Wir fahren jetzt zwar ein bisschen mehr Schaden. Leider nein. Schweinchen gegen Schweinchen. Mammuton gegen Mammuton. Rangatank. Und natürlich blockt er. Auf welchem Server bist du? Lilipon gegen Lilipon. Ausweichduell. Für einen Kundi ist das mega schrecklich, ja. Ach, erstmal ein Bier trinken, ne? Für als Kundi sind Magier echt... Boah. Einfach widerlich. Da gebe ich dir recht. Ja, auf RTL 2 habe ich früher auch gespielt.
Aber die Charaktere da habe ich gelöscht. Weil kein Nerv mehr drauf gehabt. Als nächstes machst du einen Kampf-Mage, hole ich. Also ich glaube, jetzt die nächste Welt werde ich nicht mit starten. Erstmal das Kundi-Tagebuch. Ich denke, wir warten noch so zwei, drei Welten ab. Ich als Stream, Kampf-Mage, ne, 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 never. Alles außer Kampf-Mage. Dann nehme ich lieber einen kleinen Druiden. Ja, bevor ich einen Kampfmage nehme, diese Flasche. Aber ich denke mal, mein nächstes Stream-Projekt dann wird, denke ich mal, Free-to-Play-Krieger sein. Oder wir werden eine Abstimmung machen. Dann, wenn es soweit ist, machen wir live im Stream, im Kundi-Tagebuch eine Abstimmung. Dann dürft ihr euch aussuchen, was für ein Tagebuch wir dann als nächstes spielen. Demon Hunter wird nicht drinne vorkommen, weil die mag ich ja noch weniger. Ne, Dämonenjäger niemals. Auf keinen Fall. Weil das ist eine Klasse, die ich so absolut gar nicht mag. Ich meine, es gibt ja Gerüchte, dass es ja eh bald eine neue Klasse geben soll. Ich weiß aber nicht, ob da was dran ist. Hey, Scope, hey, Krieger, beste Klasse. Für Late Game auf jeden Fall. Aber Druide wäre halt auch langweilig, ne? Weil wir jetzt halt das Kundentagebuch haben. Da überlegen wir auf jeden Fall noch was. Aber irgendwie ist die Vorhersage weg, coolig. Ich habe alle meine Accounts stillgelegt, außer meine beiden Krieger auf W49 und W50. Sie sind jetzt mein Langzeitprojekt. Okay, ja gut, dass man Krieger als Langzeitprojekt spielt, das kann ich natürlich nachvollziehen. Komm schon, Mordmaschine, jetzt. Ich wollte gar nicht überspringen. Ne? Fall jetzt um. Ich mag Kundis gern, obwohl die nix für Free-to-Play ist. Bin F2P Mage, aber Kundi dennoch. Magier wäre, denke noch eine Klasse, die zu war liegt. Ja, Mage auf jeden Fall. Oh, der Versucher, geil. Mage wäre auch noch cool. Magier-Tagebuch noch dazu und dann geht das. Aber ich lasse meine Community dann einfach abstimmen. Ist, glaube ich, nur fair. Da quatschen wir dann. Musst nachher zeigen, was du hast. Wenn das so weitergeht, Leute, wird die Mordmaschine heute nichts mehr. Aber wie gesagt, also die Vorhersage ist irgendwie wirklich, keine Ahnung. Ich habe das noch nie gemacht. Weil so lange streame ich ja auch noch nicht. Mit ein Gold. Und immer noch kein Spiegel dabei. Damn it.
Okay. Ja, ihr habt ja vorher gesagt, ob ich heute die Mordmaschine lege oder nicht. Aber ich finde das nicht, wenn ich jetzt hier draufklicke. Dann muss ich dann einmal kurz ein kleines Tutorial lesen. Beziehungsweise. Okay. Ach da. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, wie das geht. Okay. Ja, genau, bei Kanalpunkt ist sie noch zu sehen. Richtig. Max, vielen, vielen Dank für dein Follow und willkommen in der Hölle. Nun bist du einer von uns. Wie gesagt, wir machen das hier alles ganz entspannt, Leute. Kein Stress. Was wir schaffen, schaffen wir. Ich finde das nämlich so ganz schön, mich mit euch zu unterhalten. Nebenbei ein bisschen Dudding. Finde ich gut. Und vielleicht können wir ja beim nächsten Serverstart dann noch einfach nochmal den nächsten noch ein paar Buch machen oder so. Mal schauen, wie das hier alles so läuft dann. Sehen wir dann. Ja, das kann ich verstehen. Ich glaube, ich werde nachher erstmal auf meiner Nintendo Switch ein bisschen Zelda BOTW zocken. Oder ein bisschen Hyrule Warriors mal schauen. Ich bin halt noch am Überlegen. Ja, ich mag Zelda. Zelda hat so meine Kindheit geprägt, ja. Angefangen damals habe ich mit Zelda 1. Auf der ganz alten Nintendo noch. Auf der ersten. Auf der SNES. Arena können wir jetzt wieder machen. Ich glaube, von der kriegen wir aufs Maul. Ja, mein Mage halt, ne? Aber Rang 104. Sucht die nur am Zocken. Natürlich, das ist mein Hobby. Hallo. Das habe ich hier auch noch liegen. Aber mir fehlen noch zwei Shrines, die ich nicht finde. Aber ich will mir die Lösung nicht aus dem Internet holen. Okay, ja gut, das kann ich natürlich verstehen. Scope. Das brauche ich nicht. Ich habe, falls ich mal nicht weiterkomme, ich habe aber alle Schreine. Und meine Frau hat sich jetzt vorgestern das Lösungsbuch bestellt. Das ist heute angekommen.
Jo. Dann probieren wir noch einmal die Mordmaschine. Die wird nichts. Vielleicht, wenn ich den Intelligenzstein reinpumpe. Das wäre schwachsinnig. Irgendwann wirst du sie finden, genau. Meinst du den Ausdauerstein? Oben hinaus, in das Halsband. 130, 141. Wenn dann hier, ne? Ins Halsband, echt? Okay. Die knallt echt rein, die Mordmaschine, ne? Und wenn wir jetzt noch mal mit der hier probieren. Boah, der tritt was schön. Einmal probieren wir es jetzt noch mit der hier. Ansonsten gehen wir wieder auf die Armbrust. Okay. Gehen wir mal wieder auf die Armbrust. Und schauen uns das nochmal an. Boah, nee, das wird nichts. Dafür müsste ich jetzt dreimal fett kritten, aber. Ich brauche jetzt Crit und Schaden, ja. Auf jeden Fall. Ja, die Mordmaschine ist machbar, auf jeden Fall, aber. Schwierig. Schauen wir einfach mal weiter. Die Mordmaschine mordet mich auf jeden Fall. Der Turtle-Verschnitt, ey.
Ansonsten könnten wir noch einmal einen Edelstein suchen. Halt schwierig. Oh, damn. Die schmeckt natürlich, ne? In den Kessel. Yes. Ich will den heute haben. Den Saftsack. Ansonsten müsste ich noch ein bisschen Schaden wegnehmen. Und noch ein bisschen mehr Ausdauer. Noch ein Ausdauer-Edelstein. Ach, das wollte ich gar nicht, Mensch. Und wie sieht es jetzt mit der aus? Dann nehmen wir Schaden weg. Das habe ich schon gesehen, dass das nicht wird. Ich kritte, er antwortet mit einem Gegenkrit, ey. Er ist machbar, auf jeden Fall. Okay, ich glaube, wir suchen echt noch einen Steinchen. Legen den jetzt rein und tun den in die Brust. Eins Komma fünf, 1,7 und probieren es jetzt noch mal aus. Wir gehen jetzt aber auf die andere Waffe. Das habe ich voll verpeilt. Okay, 1,5, bla bla bla. Eventuell doch noch eine neue Waffe. Okay. Schauen wir mal hier. Okay, das bringt uns dann... ...406 Waffenladen. Die schmeckt doch. Ja, der Bogen schmeckt doch auf jeden Fall. Mhm.
Gehen wir jetzt ein bisschen auf Gold. Was, wenn du mal versuchst, den Ring auszutauschen? Der ist schon echt alt, oder? Der Ring. Nein, der ist eigentlich recht neu noch. Und wie Shapir schon sagte, bei der Mordmaschine braucht man echt Muscle. Ich glaube, den Ausdauerstein wieder raus und einen Geschickstein auf jeden. Ich muss einfach mehr Schaden machen. Du bekommst Epics mit 140 plus. Kein Spiegel heute. Aber so viel Blättern will ich auch nicht. Hätte ich die Pilze dafür, wäre mir das egal, aber... Wie gesagt, ich glaube, den Ausdauerstein einfach wieder raus. Aus dem Halsband. Und dann passt das. Wenn wir jetzt hier gehen. 110.000. Weil die würde ich halt schon gerne verkaufen dann später. Mal Universe fragen, ob er seinen 500.000 Pilzebunker für alle öffnet, falls du was dran, weil falls da was dran ist. Ja, genau. Dann frag Universe mal.
Also ich glaube auch, dass Universe, ich glaube, er wartet einfach jetzt noch auf die Pakete. Auch. Dass er die kriegt und dann ballert der richtig durch. Gehe ich ganz, ganz stark von aus. Naja, der braucht sich um Pilze erstmal keine Sorgen an mehr machen, würde ich sagen. Wie gesagt, so ein paar Pilzchen, das wär jetzt echt Schmackofatz, ne? Ich bin echt am Überlegen, ob ich die zercrappen soll und den Stein da rausnehmen soll. Ich weiß es aber nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Geschickstein. Definitiv. Ich sagte einen Geschickstein. Kein Schritt, Geschick. Oh, kein Gold. Kann ich eigentlich aufheben? Okay. Der Account mit den Pilzen wird dann irgendwann an seinen Kindern weiter vererbt und die haben noch genug Pilze am Start für das ein oder andere Jahrzehnt. Ja, stimmt schon. Wir müssen nur öfters kritten, Leute. Dann ist der, dann liegt er. Ich stehe schon. Oh, er liegt! Freunde! Okay, wie kann ich das jetzt verteilen? Ich habe keinen Plan, wie ich das jetzt verteilen kann, die Kanalpunkte. Was? Du musst auf die Glaskugel. Und dann auf Ergebnis wählen.
Glaskugel. Ich finde das nicht. Im Dashboard. Okay. Und abschließen. Er muss jetzt ins Dashboard, ja? Gehen wir mal gerade aufs Dashboard. Kleinen Moment, Leute. Dann mache ich einmal hier was an. Der Märchenturm. Muss ich einmal kurz ins Dashboard. Sorry, Leute. Creator Dashboard. Community Einstellung Zuschauerbildung. Okay, die Punkte werden trotzdem verteilt. Ja, genau, ihr kriegt was dazu. Die Punkte werden trotzdem verteilt. Okay. Okay, schauen wir dann später, Leute.
Auf jeden Fall kriegt ihr die dann später die Punkte gut geschrieben. Ich muss mich da erstmal reinfuchsen. Sorry. Aber Mordmaschine liegt. Leute. Und wir schauen uns das Epic an. Neue Schüchen. Alles klar. Cool, ich alles klar. So, das heißt, wir haben jetzt den Märchenturm freigeschaltet. Hä? Wollt ihr mich flachsen? Er hat doch gerade gesagt, Märchenturm freigeschaltet, oder? Probieren wir gleich den finsteren Reiter. Yeah. Neu laden. Ja, ich glaube auch. Machen wir auch mal. Mordmaschine liegt auf jeden Fall sehr gut. So delay. Yeah. Haben wir gleich eine Waffe für Kunigunde. So. Yo! Wir sind wieder in der Top 100. Dann geht's weiter ans Farming. Nein. Ich wollte da schon. Oh, warum nicht, ne? Ja, aber dann wäre der Stein weg gewesen. Alles gut. Ich hatte jetzt gerade ein bisschen Brain Barber, ein bisschen Brain AFK. Auf jeden Fall. Hab gar nicht an Kunigunde gedacht. Die Kuni, die Gundige. So, ich muss dann auch mal wieder los. Genießt den Stream. Mordmaschine, bis denn. Alles klar. Scope, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und dir noch einen schönen Abend. Das wäre jetzt ja natürlich ein Träumchen, wenn wir den legen, ja. Aber ich glaube, könnte knapp werden. Bis demnächst. Ciao, ciao. Nee, das schaffen wir nicht. Oder?
Schade. Okay. Probieren wir den noch einmal. Der Reiter der Apokalypse. Der finstere Reiter. Gut. Und wie ich gesagt habe, wenn man den Märchenturm frei hat, kriegt man auch das Würfelspiel frei. Gleich erstmal instant, ne? Versuchen den Fünferpasch zu kriegen. Schade. Dann nehmen wir hier. Was ist was für ein Getränk? Was ich gerade aufgemacht habe? Komm schon, noch zwei. Ach, Mensch. Was ich gerade aufgemacht habe, das war ein Monster. Ein Mango Loco. Schade, Banane. Komm, gib mir den Fünferpasch. Nein, nur ein Dreier. Ja, genau. Ich habe eine Dose Monster aufgemacht. Der ist mega geil, ne? Oh, damn it! Leute, hätte der nicht auch noch Holz sein können? Ja. Frosch im Hals. Goodie. So. Ah, anderer Bauvorgang läuft noch. Okay, bye. So. Arena, noch 6 Minuten. Vielleicht kriegen wir jetzt noch den Spiegel. Ich glaube es eher nicht. Schlechtes Karma, ja. Du bist schuld. Dungeons? Was ist mit Dungeons? Ja, jetzt geht's erst richtig los. Aber ich habe keine Pilze mehr, ne? Nur noch um meine 300 Alu zu spielen. Für die nächsten 2, 3, 4, für die nächste Woche. Ein Community Discord könnte ich machen, ja. Könnte ich tatsächlich machen, auf jeden Fall. Eine gute Idee. Ja, ich dachte, so Discord zu machen, dachte ich mir so, eher nicht so, weil so groß ich ja auch noch nicht, so ich bin ja noch nicht so groß, aber es könnte man machen auf jeden Fall. Den brauchst du gar nicht, genau.
Du wärst schon mal drauf. Ja, wie gesagt, also können wir gerne machen. Können wir mal in Angriff nehmen. Ein Member hast du sicher, das ist sehr gut. Ja, den Community-Server können wir ja machen. Und dann könnt ihr auch darüber quatschen. Ich werde dann auch einen Sprachchannel einrichten. Und das können wir ruhig machen, das ist kein Thema. Das kriegen wir hin. Und bei mir geht es dann auch erst richtig weiter hier mit meinem Kundi, wenn ich dann die Unterwelt fertig habe. Aber das machen wir ja alles live im Stream. Da greife ich ja jetzt nicht so vor, sage ich jetzt mal. Die schmeiße ich gleich ins Klo, ey. Die sind ja mal. Ups. Zack, boom. Genau, was haben wir denn eigentlich jetzt am Wochenende für ein Event? Epic Shopping Spree Extravaganza, Epic God Lock, Forge Frenzy Festival. Oh, das ist nice. So, das sind jetzt unsere letzten 20 Alu. Die anderen 40 Alu brauche ich noch für heute Abend, für Pets. Für ein Pet suchen. Leider, leider. Yes! Ein Spiegelteil. Ja, nice. Ein Teil noch, Leute. Mauerschuhe. Glück. Aber 10 Minuten, das ist mir nicht wert. Fehlt nur noch ein einziges Spiegelteil, Leute. Das wäre eigentlich die nächste. Nee. Wie gesagt, die letzten 20 Alu hebe ich mir noch auf, damit ich dieses kleine Ding hier noch kriege heute Abend. Dann werden wir auch wieder ein bisschen stärker. Kann dir nachts in den Schwarzwassersümpfen begegnen. Genau, schaust du den Spiegel. Wenn ich ihn nachher nicht noch in den letzten 40 Alu dann kriege. Rangadang, Lillipon. Aber Tink müsste klären gleich. Paldarion99, grüß dich. Schön, dass du da bist. Paldarion99, vielen, vielen Dank für dein Follow und willkommen in der Hölle. Nun bist du eine rastlose Seele. Gleich erstmal hier. Okodil. Können wir gleich eigentlich Okodil gegen Okodil kämpfen lassen? Danke, danke. Ja,
Ja, ich liebe Zelda, der musste. Der Abo-Sound ist anders. Das ist halt Follower-Sound, ne? Mein Abo-Sound ist ein bisschen anders, wenn er mal funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Nee, den haben wir nicht geschafft. Gehen wir gleich wieder auf die Festung und greifen den einmal an. Down. Nein, nein. Ach, hier kamen ja keine Soldaten. Uns fehlt das Kanonenfutter, Leute. Stimmt, voller Sound zu viel YouTube diese Woche bezüglich W50. Ah, okay. Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe nämlich unsere Zimtkerze angemacht. Ich mag den Duft von Zimt. Finde ich auch. Ich spiele in der Gilde Shadowhunters. Und du, Paldarion? Und gucken wir mal, ob wir den kleinen Krieger hier wegkriegen. Bei den Nightlanders. Okay. Primal. Schauen wir, dann gucken wir uns dich gleich mal an. Das darf doch nicht wahr sein hier. Wie war das? Primae. Okay. Ein Magier, Stufe 81. Mit 91.000 Damage. Das ist nicht schlecht. Schauen wir uns die Gilde mal an. Die Nightlanders. Ja, und morgen wird es dann auch, denke ich mal. Ich werde mich heute Abend dran setzen und meinen Community-Discord errichten. Wo dann halt die Infos, wann ich streame, was gestreamt wird, etc. mache. Heißes Saftladen. Alles klar, schauen wir uns auch gleich an. 330 Ritterhallenpunkte. Aragorn. Laschwaiten. Denai. Kann das sein? Loki, Ananas. Nicht schlecht. Sind mit RH10 und normalen Ausbauten auf 10 sind. Wow, nice. Sehr geil. Und dann schauen wir uns noch den Saftladen an. Den Saftladen aus Black Friday. Level 43 Krieger. Ein bisschen mehr Ausdauer musst du skillen, mein Guter. Gilde Black Friday. Double Trouble.
mit 300 Ritterheilpunkten. SA ballert auch gut, ja, das glaube ich dir. Mein SA ist derzeit auf 64%, 94, wäre gut. Lilo. Angreifen. Festung. Ehrenhalle. Ich bin auf Platz 2278. Wenn ihr mich findet in der Ehrenhalle. Super. Saftladen. Super, super. Hast ein höheres SA als ich? Ja. Den Char hier, ich mache halt meine Festungsangriffe etc. Viel spiele ich Devil Sato nicht, weil es halt mein Stream-Charakter ist. Wie gesagt, Leute, wenn ihr mich in der Festung findet, greift mich an, schreibt mir gerne eine PN, dann kann man über eine Festungspartnerschaft mal nachdenken. Ja. Gut. Viel können wir jetzt nicht mehr machen hier heute. Vielleicht den Dungeon nochmal versuchen. Festung braucht noch 29 Minuten. Hier läuft alles. Wäre halt gut, wenn der fällt, ne? Aber glaube ich nicht. Wir haben jetzt ja nur noch die Free Tries über. So ist das, wenn man chronischen Pilzmangel hat. Nee, das wird nichts. Dafür müssten wir jetzt immer nur noch ausweichen. Natürlich halten wir jetzt den Kopf hin. War klar, aber knapp. Knapp, knapp. Können wir hier nochmal? Nee. Lilipon hat schon genug gefuttert. Tink auch. Seenauk. Nee, können wir auch noch nicht. Am liebsten würde ich ja noch die letzten 42 Alu spielen, aber ist noch keine Nacht in Shanks und Fidget. Noch ist tags. Was haben wir noch auf List? Noch eine Menge. Ah, apropos. Arena Manager. Gehen wir hier hoch noch auf 150. Klo ist auch besetzt, also voll, ne? Freue mich schon, wenn ich spülen kann. Ja, den haben wir auch erledigt. Das Einzige ist, dass wir jetzt noch warten können. Raid sind wir gerade bei 10 von 150. Unsere Ausbauten sind 118%, beide LM und GS. Gildenpad haben wir noch nicht. Ja. Was sagt denn unser Torrenz?
50.000, ja. Bisschen wenig Crit hat er. GG, ich würde meinen, wir sind am Ende. Wieso sind wir am Ende? Ansonsten machen wir jetzt gleich noch wirklich die letzten 20 Alu, 40 Alu und dann das wird. Unser guter Esther ist bei. Oh, der hat da was, was ich bräuchte, aber er ist zu stark. 64% Sammelalbum. 64. Wie gesagt, die Alu, ne? Ab 18 Uhr könnten wir halt noch schnell die letzten 40 Alu spielen. Vielleicht hier noch. Ja, wir könnten opfern, aber das bringt jetzt nichts, ne? Festung. Einen Soldaten haben wir. Den greifen wir an. Dun, 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 dun. Glücksrad? Ja, nee, dafür jetzt Pilz ausgeben. Ich habe nur noch für ein paar Tage Alu. Ansonsten spielen wir nochmal 20. Alu, ist ja kein Thema. Vielleicht kriegen wir ja den Spiegel noch zusammen. Gibt es noch irgendwem, den ich mir mal anschauen soll? Auf jeden Fall habe ich noch ein Raid-Ziel heute für uns. Auf Twitch. Wäre geil, wenn ihr dann mal alle mitmacht. Ja, denn Herr Red Kevin und mal erklären, wie man es richtig macht. Okay. Also, Red Kevin ist hier unten. Wenn ich das schon wieder sehe, ne? Ein Glückstein drin, ne? Da kriege ich das blanke Kotzen. Also keine Kritsteine, die sind überbewertet. Skillmäßig. Er muss viel mehr Geschick machen. Mehr SA auf jeden Fall. Genau. Was noch? Ah, er hat natürlich nicht so viele Sockel, ne? Das ist natürlich echt mies. Da hat er echt Pech gehabt. Hier fehlt ihm Sockel, da fehlt ihm Sockel. Dort. Ausbauten, ja, muss er noch auf jeden Fall ein bisschen machen.
Ja. Wie gesagt, also als Kundi ist halt wichtig, Attribute, Geschick, Ausdauer, Crit. Mehr Geschick als Ausdauer natürlich, aber da muss er echt noch nachziehen. Soweit ich weiß, ist er ja momentan nicht da. Kommt kaum zum Spielen. Ja, was sind jetzt noch die Pläne? Die Pläne für W50 auf jeden Fall langsam, aber sicher halt Tagebuch weiterspielen. Ganz chillig, entspannt. Irgendwann wird es dann noch eine Abstimmung geben, welchen Char wir dann noch spielen sollen. So nebenbei. Ja. Dann haben wir halt mehr Auswahl. Werden wir dann halt im Chat auf jeden Fall abstimmen. Was noch? Was könnte man noch so machen? Weil bis wir unsere Ziele erreicht haben hier. Ja. 100 Etagen, Festung 15, Wirbelsturm. Da sind wir auf jeden Fall ein bisschen beschäftigt. Definitiv. Ja. Was wir demnächst auch mal machen können, ist ja nicht nur SF, sondern auch mal andere Spiele spielen. Dead by Daylight oder Overcooked 2. Da findet man bestimmt was. Das kann man dann mal als Community-Projekt auch nehmen. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Klar, Shanks Fidget wichtig. Aber viel, viel mehr Bock habe ich halt auf auch mal andere Sachen so zu streamen, weil Shanks und Fidget. Noch ist der W50 Hype auf jeden Fall da. So, den sollten wir uns auch nicht entgehen lassen. Und dann mal gucken, wie es in Zukunft hier wird. Nein, jetzt habe ich zu viel geskillt. Verdammt. Das muss ich jetzt ausgleichen. Okay, 25er Schritte können wir jetzt nicht machen. So, dali. Haben wir es jetzt schon dunkel draußen? Nee, noch nicht. Iraganion, immer noch bald. Wir brauchen auf jeden Fall Schwarzwassersümpfe. Nordinnen. Okay. Meriwin, Meriwin. Okay. Arena. Kann ich immer noch keine Schritte gehen? Okay. Wollen wir mal gucken, ob der Bär sie liegen kann. Ist halt Bersi, ne? Dann müssen wir schauen, die Tage, ob wir noch irgendwas reißen können.
Ja, der Märchenturm ist jetzt mit dem derzeitigen Equip hier nicht machbar. Da wird auf jeden Fall auch noch ein bisschen was kommen. Zum Märchenturm. Muss jetzt ein Flugzeug hier drüber fliegen. Ach, wir haben noch gar keine Musik mehr. Warum sagt das denn keiner? Angriff können wir auch fast wieder machen. Sobald die 15 Minuten abgelaufen sind, machen wir die 1 Tag 6 Stunden Baum. Das wird heftig. Okay, aber machbar, machbar. Sobald unsere Festung auf jeden Fall auf 10 ist, wird unsere Edelsteinmine nachgezogen. Damit wir dann das Herz der Finsternis finden können. Und dann die Unterwelt freischalten und dann müssten wir auch mehr in den Dungeons auf jeden Fall reißen können. Jupp, jupp, jupp. Patura, moin moin, schön, dass du wieder da bist. Alles gut bei dir? Was denn? Oha. So, ein Angriff können wir machen. Oh, der schmeckt. Wie hieß der jetzt? Du bist wahrscheinlich gleich schon wieder offline. Feels Batman. Ich dachte, da passiert jetzt was, weil ich da gesperrt habe. Aber anscheinend nicht. Ja, ich bin gleich wieder offline. Ich streame ja am Tag nur 2 Stunden. Ab und zu mal 3, aber wir sind jetzt auch schon langsam am Ende. Auf jeden Fall die Mordmaschine ist gefallen. Ja, Mordmaschine ist auf jeden Fall gefallen. War sehr geil. Den Kampf, weil du ihn verpasst hast, kann ich ihn dir gerne nochmal zeigen. Es war auf jeden Fall... Der Crit zum Schluss war mega. Your message wasn't posted. Do you conflict with the... Wie gesagt, wir sind jetzt hier fast am Ende angelangt. Wir können heute nicht mehr viel machen. Ich warte halt auf Soldaten, auf Kanonenfutter. Auf jeden Fall wird es noch ein... Ich werde mich noch dran setzen und einen Community-Discord machen, wann dann drin steht, wann ich live gehe, etc. Wird dann morgen über den Nightbot im Stream mit erwähnt. Akuski, danke für dein Follow und willkommen in der Hölle. Nun gehört deine Seele uns. Erreicht, wenn du nur das erwähnst, was für mich in Frage kommt. Level 37 bis 45. Okay, also das Wochenend-Event kann ich gerne noch erklären, ja. Es ist kein Thema, das kriegen wir bestimmt hin. Okay,
So, damit sind dann die Kämpfe auch durch. Und zwar das Wochenendevent. Haben wir einmal die Epic Shopping Spree Extravaganza. Mein Englisch ist nicht so gut. Jahrelang kein Englisch mehr benutzt, so wirklich. Das heißt, wir können in den Läden wieder Epics finden. In den Quests können wir ebenfalls Epics finden. Und die Forge Frenzy Festival. Da kriegen wir in den Quests, bekommen wir für die Schmiede ab Level 90... müsste, soweit ich weiß, eigentlich möglich sein. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Wie gesagt, das ist, ne, nicht zu 100%. Es könnte möglich sein. Bei den Quests taucht dann so ein Epic-Beutel auf. Ja, bei den letzten 20 von den 100 Alu. Und bei den letzten 300 Alu. Die Forge Frenzy Festival ist ab Level 90. Da bekommt ihr dann rosane Kristalle und Metall. Also Eisen. Ja, bekommt ihr auch durch Quests. So wie jetzt bei dem Pilzdings, wo man in Quests Pilze bekommt mehr. Genau. Das war das. Und ihr könnt Gegenstände nicht 5-mal zerlegen insgesamt am Tag, sondern 15-mal. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Mary Rain. Ist es denn schon dunkel draußen? Nein, noch nicht. Sehr gerne, sehr gerne. Wie gesagt, wenn wir gleich am Ende sind, werden wir auf jeden Fall einen sehr guten Freund von mir raiden. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr da gerne mitmachen. Wäre cool von euch. Und zwar spielt der gerade Resident Evil Resistance. Nexe 333, schau den mal an. Okay. Alles klar. Oh, der hat was für mein SA. Die Minute warten wir noch, dann hauen wir den, greifen wir den an. Okay, der hat ein Hundebild. Okay. Die Gilde sagt mir gar nichts. Er ist ein Berserker. Diese blöden Flugzeuge, ne? Die fliegen momentan so tief. Aber das Bild ist cool. Das Bild ist auf jeden Fall cool. Aber für Level 55 sein Schaden. Für 75. Ja, ist jetzt nicht so pralle, ne? 61% SA, aber das ist schon geil. Auf jeden Fall. Aber das Bild, ja klar. Und mit Level 75 natürlich den goldenen Rahmen, ne? Boom. Ja, der hat bestimmt ein Bild gewonnen. Ja. Vom Player. Und hat dann seinen Hund zeichnen lassen. Ich finde auch, dass das gut aussieht, auf jeden Fall. Ja.
Ist es jetzt dunkel? Ja, es ist dunkel. Das heißt, wir können jetzt dann das Fett finden. Dann wollen wir mal hoffen, dass jetzt die Schwarzwassersümpfe kommen. Und natürlich so richtig Urks-Quests, ne? Magmaron. Vielleicht kriegen wir noch das letzte Pet. 10, 37, 5 Minuten. Der Mund ist fail. Zwei Minuten 30, Nevermore, Sonnenbrandwüste, Stolpersteppe. Stolpersteppe, Scorper. Ah, schade, nichts davon können wir hier brauchen. Nehmen wir die Quest. Okay, dann können wir... das da reinhauen. Das da rein. Und dann können wir noch einmal killen. Bisschen in Crit rein, damit wir ein bisschen mehr Crit-Schaden machen. Starke Schuhe für Bogenschütze. Ja, du, das ändere ich halt noch, ne? Aber dass der erstmal ausgerüstet ist. Das wird alles später noch Feintuning gemacht. So, die pimpen wir dann später noch richtig. Holla, hier ist heute was los, ey. Sorry dafür. Tatü, tata, ja genau. Erst fliegen die Flugzeuge heute so tief. Ey, hier ist was los, sag ich euch. Das geht den ganzen Tag so. Festung, wir können einen Angriff starten. Jawollo. 35 Sekunden noch. BRK Titus. Dein Holz gehört nun mir. Babam! 3 Minuten da noch. Genau. Sehr schön. Ja, Leute, ich hoffe, dass ich demnächst ein bisschen mehr Dungeon Action zeigen kann. Aber wie gesagt, derzeit ist leider im Portemonnaie Ebbe. Und dann, du willst mich doch verarschen. Ein scheiß Intelligenzstein, ist das dein gottverdammter Ernst? Dann haben wir noch nicht mal Sockel drin, ne? Damit wir dann demnächst mal wieder ein paar Pilzchen aufladen können. Und dann geht das, denke ich mal, wieder besser mit ein paar Dungeons reißen. Wir werden jetzt gleich, wie gesagt, den Raven 07 raiden. Der spielt dann mit euch Resident Evil Resistance. Gut, in dem Sinne können wir jetzt nichts mehr tun. Außer vielleicht noch... Ne, da sind wir auch durch. Vielleicht kriegen wir morgen dann den Spiegel gemeinsam zusammen. Morgen wieder 16 Uhr bis 18 Uhr Shanks and Fidget. Und dann wird es morgen auch... Heute werde ich dann den Community Discord... Ja, wie gesagt, ich habe halt leider nichts mehr zu tun. Ja. Saftladen, tut mir leid. Nur, was soll ich euch zeigen? So, ich kann euch jetzt erstmal nichts mehr zeigen. Ja, so gerne, so viel Spaß es mir auch mit euch macht. Und auf Krulig seine Frage zuzukommen, wegen Facecam, das können wir mal machen, wenn wir irgendwann mal die 500 Follower erreicht haben, ne?
Dann kann man da mal drüber nachdenken. Ist ein schöner Podcast beim Zocken. Ja, finde ich auch. Ich meine, Kamera hätte ich da. Captain Kulig. Könnt ja spenden, dann kommt wieder mehr. Camstreams. Ja, also ne, mit Facecam. Weil mache ich eigentlich ungerne, weil meine Frau hat das nicht so gerne. Ja, obwohl ich einen echt geilen Hintergrund habe, muss ich sagen. aber ich habe gesagt, jetzt wo ich so klein bin, sollen sich die Leute erstmal mit meiner Stimme zufrieden geben. So. Wenn man sich erstmal eine Community aufgebaut hat, finde ich, kann man auch sagen, ey, okay, jetzt kann man langsam mit Facecam, dass man ein Gesicht dazu hat. Mach Poolstreams, da bekommt man die Kohle. Ja, nee, ist klar, Poolstreams. Ah, alles klar. Nee, nee. So einen Adoniskörper habe ich jetzt auch nicht. Ja, aber wie gesagt, mit Facecam, wenn man etwas größer ist, finde ich, dann macht das Sinn. So, weil dann ist die Spannung, wenn man nur die Stimme hat, ist die Spannung größer. So, weil ich sag nicht, dass das jetzt so ist. Aber viele... Halt die... Psst. Patura, psst, das soll keiner wissen. Das hat jetzt keiner gelesen, keiner gehört. Ja, auf jeden Fall Facecam etwas später, wenn man etwas größer ist. Habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Ich muss mir jetzt aber erstmal einen zweiten Monitor noch holen fürs Streamen. Das alles mache ich derzeit über einen. Dann werde ich mir noch irgendwann eine Capture Card besorgen. Dann können wir auch andere Spiele, zum Beispiel Nintendo Switch Titel zusammen spielen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und dann können wir schauen, was so geht in nächster Zukunft. Auf jeden Fall, Chains and Fidget kommt auf jeden Fall regelmäßig. Ja. Habe ich fest vor, dass jetzt immer 16 bis 18 Uhr Streams sind. Kann ich euch nicht versprechen, weil derzeit habe ich noch Urlaub, da kann ich das machen. Sobald mein Urlaub aber vorbei ist, habe ich leider Gottes Früh- und Spätschicht. Da muss ich dann meine Streamzeiten, da wird auf jeden Fall weiterhin Streams kommen. Alleine schon wegen dem Kundentagebuch. Was ihr aber auch gerne vorschlagen könnt, das ist kein Thema. PlayStation-Spiele, wenn ihr PlayStation 4 habt, kann man sich ja auch mal da zum Zocken zusammentreffen. So außerhalb der Streams. Ich kann natürlich auch über PS4 streamen. Ist kein Thema. Am PC kann ich euch anbieten halt Overcooked 2. Fortnite oder so ein Quatsch. Ja, da kann man gerne mal zusammen gucken, was man machen kann in Zukunft. Und auch wenn ich euch jetzt derzeit leider nicht so viel Content in Shanks & Fidget bieten kann, wie die anderen Shanks & Fidget Streamer. Ich spiele jetzt, muss jetzt quasi mehr Free-to-Play spielen, weil ich bin nur ein kleiner Angestellter, sage ich mal. Der ist jetzt nicht so locker, Serverstart war teuer genug, auf jeden Fall. So, da. Aber mir macht es halt Spaß und mir steht der Spaß halt im Vordergrund, finde ich. So auch mit euch zu plaudern, ist super. Macht Fun. In nächster Zukunft werden auch Streams mit dem guten Raven zusammenkommen. Resident Evil Resistance etc. kommt auf jeden Fall.
So, man baut sich halt von klein auf aus an, ne? Groß, macht sich groß. Jeder hat klein angefangen und das, was wir jetzt schon zusammen erreicht haben, finde ich echt nice. Ja. Und da bedanke ich mich auch bei jedem einzelnen von euch, dass ihr mich mit den Follows so unterstützt. Auch die, die mir jetzt ihr Prime-Abo gegeben haben in den letzten Tagen. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und nur so wächst man. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr hört da so gespannt zu, was ich hier für Blödsinn erzähle. Ein Pilz können wir ja noch rausgeben. Mehr geht aber nicht. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr auch gerne auf meiner Infoseite auf den Donate-Button drücken. Das ist eure Entscheidung. Spenden ist keine Pflicht. Das ist rein freiwillig. Und alle Spenden, die zusammenkommen, werden halt für die Streams oder für die Technik für die Streams investiert. Ich höre dir super gerne zu, bin liebend gerne hier. Das freut mich zu hören. Schleim nicht. So, denke, wir sind da. Hallo? Also, cool, jetzt ganz ehrlich, ne? Jetzt muss ich aber mal ein bisschen ernster mit dir sprechen. Erstens, wir sind zwar in der Hölle, aber hab dich erst vorgestern gefunden, aber ist ein echt guter Stream. Vielen, vielen Dank. Hast du schon mal was von Zuckerbrot und Peitsche gehört? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich muss deiner Frau mal echt eine Peitsche in die Hand drücken, dass die dich mal ein bisschen auspeitscht, ha? Peitsche klingt gut, ja? Finde ich auch. Irgendwann hole ich mir eine App. Und immer wenn du was schreibst, krulig, ja? Dann mache ich so einen Peitschenhieb, ja? Damit du dich gleich zu Hause fühlst. Wie gesagt, morgen auf jeden Fall wieder 16 Uhr. Selbst damit schafft sie es nicht. Selbst damit schafft sie es nicht? Okay, dann schicke ich dir mal meine Frau den Drachen vorbei. Die macht das gerne. Und wenn du weinst, macht sie es döller. So, wir sind aber leider wieder am Ende angekommen für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wir raiden jetzt gemeinsam den Raven 07. Wäre cool, wenn ihr da mitmacht. Ich sage schon mal ciao. Wir sehen uns morgen wieder 16 bis 18 Uhr. Morgen nehme ich vielleicht noch meinen anderen Charakter vom W49 mit rein. Dann haben wir ein bisschen mehr zu tun. Ja. Und würde mich freuen, wenn ihr dann morgen auch wieder einschaltet. Ciao, ciao, euch noch einen schönen Abend. Sehr schön, das freut mich. Und wir fangen den Raid an. Was? Oh, ja, wenn man es falsch schreibt, ne? Und wir hören uns morgen. Ciao, ciao.